Hallo und herzlich willkommen zurück zur Jupiter-Anlage. Nein, zu Call of Proviant. Waffen liegen ja immer noch. So, und du willst deine verdammten Teile. Wie viel schuldig dir? Mindestens 3000. Ja, hier. Jetzt auch unterhandeln können. Die Position für die Notevakuierung lautet B28. Ich wiederhole B28. Okay, wir werden sehen, ob das nützlich war. Hier, ich habe Material gefunden. Jeden Winkel der Zementfabrik habe ich abgerast. Wow, Bruder, ich bin beeindruckt. Ich mache mir gleich mal eine Notiz. Reparaturarbeiten und technische Verbesserungen für meine Lieblingsstalker ab jetzt kostenlos. Naja, kostengünstiger, würde ich wohl eher sagen. Ach, er benötigt noch das richtige Werkzeug dafür. Das habe ich ihm noch gar nicht gegeben. Soll ich mich besser aufmachen, oder? Man sieht sich. Erstmal verstaue ich die Artefakte. Warum habe ich sie überhaupt mitgenommen? Naja, gut, dann habe ich sie halt hier. Hier muss ich halt öfter hin als... So, Jana-Station. Na, Skadovsk. Verstaue ich nochmal diesen Müll. Ich beschleichte aber gerade das Gefühl, dass ich was vergessen habe. So, wieder schön. So, und du, Gonta und ich haben die Chimäre in Zatan getötet. Sehr gut. Ich habe die Blumen getötet. Sehr gut. Hast du noch etwas für mich zu tun? Sicher! Eine Stalker-Truppe ist neulich in den Tunnel nördlich der Anlage gegangen und dort auf ein Mutantenlager gestoßen. Sie waren alle so verängstigt, dass keiner von ihnen überhaupt beschreiben kann, was für Mutanten das waren. Ich kümmere mich da drauf. Hast du sonst noch was zu tun? Im Moment... Achso. Okay. Dann erledigen wir das mal. So. Hey, Stalker! Wie geht's? Moment, dafür muss ich doch jetzt wohl nicht wieder nach oben, oder? Nein. Pripyat, genau. Kannst du mich nach Pripyat bringen? Nee, tut mir leid. Das sagt er im Prinzip. Bis dann. Genau, das Versteck. Ah, ist ein Versteck. Mitten in der Radioaktivität. Nee, das Ding geht nicht auf. Wieso habe ich hier ein Ding gehört? Ah, da habe ich eine Idee. Aha. Die Idioten müssen die Typen auch töten, wenn sie am Boden liegen. So, dort gab es genau Mutanten. Dann gehe ich mal zur Clown-Anomalie. Und danach... Warte, hier gab es ja noch dieses anomale Wäldchen. Mal kicken, ob es da was gibt. Ja, das ist das anomale Wäldchen. Aber anscheinend artefaktfrei derzeit. Gut, dann hier vor uns die Clown-Anomalie. Ist eine riesige Feuer-Anomalie.
Ja, bist außer Atem. Ich hab alle Verbands, das gesamte Verbandsmaterial weggelegt, ich Depp. Naja. Hier kann man sich eigentlich auch gut verstecken, weil auch Mutanten natürlich von den Anomalien betroffen sind. Oh, hier ist ein ganzer Haufen an Artefakten. Und als Perle. Dann. Weiß ich nicht. Feuerball wahrscheinlich. Aua, aua, aua. Steht, Flamme. Was, eine Gravitationsanomalie? Ach du Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen, dass es die auch noch gibt. Gravit. Uah! Das war hochprofessionell, das möchte ich mal behaupten. Ja, hochprofessionell, wie ich da reingegangen bin. So, wir haben einen Nachtstern bekommen, ein Gravit bekommen. Oh, das ist eine verbesserte Version vom Nachtstern. Mamas Perle. Hey, das ist nicht schlecht gelaufen. Sind zwar keine Tier 3 Items, aber immer ein Tier 2 dabei. Verdammt, die Straße ist blockiert. Okay. Unter irgend so einem Turm gab es eine Elektroanomalie. Ganz gemein. Toll, jetzt kriege ich Hunger. Warte, habe ich eine Idee. Kann ich ja so für den Moment lassen. Ach, einen kurzen Moment. So. Läuft schon weiter, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Okay, das ist nur irgendein Schienenteil. Ja doch, das Ziel für in Ruhe hilft. Genau, und jetzt wieder den reinpacken. Das dürfte mein Hunger jetzt endlich gesenkt haben. Das senkt den Hunger sogar noch besser. Einfach mal Essen gegessen. Ich will ja nicht pessimistisch erscheinen, aber wenn du die Richtung weitergehst, naja, ich lasse dir mal den Spaß. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Mach endlich die Strahlung weg. Na also. So, hier sollen Mutanten sein in den Tunneln. Ah, ich glaube, er hat sie entdeckt. Also, ohne diesen Complete Mod, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Stalker nicht so eine Ballerei. Da. Oh mein Gott! Psi-Zwerge. Ich nenne sie jedenfalls so. Ah. Vermaledeite Ziebzwerge. Nee, meine Waffe ist weg. Nee, da liegt sie noch. So, warte, ich lade hier mal kurz die andere Muni rein. Wobei, irgendeine von den beiden war besser gegen Haut. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, die ist besser gegen Körperverzauberung. Also ist natürlich nicht ganz richtig.
Die tragen nämlich gar keine Körperpanzerung. Ein Kuss von mir mit dieser Granate. Ich glaube, das ist deren Schild, dieses blaue. Aua! Wie die mich einfach mal auf Distanz schlagen können. Das ist so unfair. Ich glaube, der ist tot. Er hat es noch nicht ganz realisiert. Tod aber steht noch. Ah, shit. Gott, wie die mir Energie abnehmen. Also auch Sprintenergie jetzt. Puh, und die kann man nicht mal looten, weil sie nichts dabei haben. Das ist echt Geizkragen. Hier gibt's wirklich nichts in den Tunneln. Aber die wurden ja nicht mehr gelootet. Haben die mich gerade erstreckt. Ich meine, die Tunnel hier wurden doch noch nicht mal von irgendwem gelootet. Aufgrund der Tatsache, dass hier diese Monster drin war. Warum ist hier denn nichts? Das finde ich etwas schade. Dass man sich erst die Mühe macht, die alle umzulegen und dann festzustellen, da ist gar nichts. Wir hätten das ruhig besser belohnen können. Aber genug gemeckert. Ah, das war mein Handywecker, den ich gerade wieder von der Ladestation entfernt habe. Mit euch verkehrt. So, dich mag ich mehr, du bist ein freier Stalker, das sind nur elende Banditen. Dass ich gerade mein Leben dafür riskiert habe, ihm zu helfen. Nein. War ja auch ein Cheater dabei. Zack, 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 zack. Was ist das? Okay, das ist doch nichts. Warte. Im Steinbruch. Da gibt es auch Artefakte zu finden. Da ist eins. Aua, aua, aua. Das ist nicht gut für die Rüstung. Hör auf, Anomalie. Also, es gibt so eine Faustregel. Wenn da Pflanzen sind, dann sind da wahrscheinlich keine Anomalien, genau an dem Punkt. Aber so auf einer freien Fläche, da gibt es durchaus Anomalien. Deswegen man eigentlich innerhalb eines Gestrüpps sozusagen, naja, eher weniger damit rechnen muss. Zumindest ist es meine Erfahrung.
Ansonsten gibt's nur noch wieder die Station da unten. Nee, es gibt noch viel mehr. Ah, falsche Seite. Ich hätte es nie richtig kriegen. So, Mutanten im Tunnel sind tot. So. Ich schätze, das waren Bure. Das erklärt, warum die Leute in der Ionenstation wegen der ganzen Sache so besorgt waren. Nun, jetzt da sie tot sind, gehört die Belohnung dir. 5000 Gold und 3 Verstecke. Geld. Nicht Gold. Mandel. Verkauft immer noch keine guten Sachen. Ist aber auch konsequent. So, das Ding kann ich verkaufen. Das Ding kann ich verkaufen. Das auch. Haben wir wieder 14.000 bekommen. Haben wir bald schon 100.000 zusammen. Komm rein, Mann. Nee, gar nicht, von dem will ich gar nichts. Sie sind immer so redebedürftig. Hey. Nacho. So. Was war ich? Genau, ich wollte für den ja auch noch die Werkzeuge besorgen. Da weiß ich, glaube ich, auch noch, wo die sind. Ciao. So, wow, sind das viele Verstecke. Also gut, ich mache mich in die Richtung auf den Weg und sammle unterwegs auch das Versteck ein. Ich könnte natürlich... Trepper hier. Hier war gerade ein Jäger, der letzte Nacht eine Chimäre gesehen hat. Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich um das gleiche Viech, hinter dem auch wir her sind. Komm vorbei, falls du kannst. Es ist wichtig. Das sieht mir schon wieder nach schlechtem Wetter oder einer Mission aus. Jetzt kann ich hier 68 tragen. Moment mal, sollte das nicht... Ach doch, das war 8.12. Kremen. Ja. Eine Mission steht kurz bevor. Ah! Alle sofort in Sicherheit bringen. Wie läuft die Jagd? Trapper. Nee, du, wir gehen mal noch nicht los. Ah! Shit, dass es jetzt kommt. Aber okay. Wir wurden gerade beraubt, wie man unschwer sehen kann. Und damit wir mehr tragen können, packe ich jetzt wirklich alles weg, was wir dabei haben. Was ich wegpacken kann. 21 Kilo trage ich immer noch mit mir rum. Na gut. So, ein Magazin zum Nachladen, das wird reichen müssen. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Ach, stimmt ja. Mal sehen, wie viel sind noch übrig. Wollt ihr die Mission miterleben? Ja, die eine Minute. Eigentlich hat man den Abdruck ja eher selten, weil wer kommt schon auf die Idee, das zu machen? Ja, es erwischt dabei alle Vögel. Auch nicht schlecht. Was ist, wenn ich jetzt rausgehe? Aua, aua, aua. Dann tut das unglaublich weh. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.